Ja, hallo, meine Freunde von Nostalgie und Pixel. Ich grüße euch zu Songs of Conquest und natürlich auch Freundinnen hat sich jetzt letztens beschwert, dass ich mir beide Geschlechter anspreche. Dann hatte man sich beschwert, dass ich gender. Dann hat man sich beschwert, dass ich nur die weibliche Form nehme. Wie ich es mache, ist es falsch. Ihr merkt schon. Hey Dudes, grüße euch zu Songs of Conquest. An das Spiel von Lava Potion. Ja. Entschuldigung. Bin absolut beeindruckt, wie viele Tipps und Tricks ihr habt schon, also drauf habt und mir mitgibt. Freue ich mich super, bitte weiter damit. Das Let's Play ist insgesamt sehr weit im Voraus. Das heißt, ich kann immer recht spät die Sachen implementieren, die ihr mir dann natürlich mit an die Hand gibt. Und mein Gehirn so, puff. Also toll, Dankeschön, ganz, ganz wichtig. Ich möchte bei dem Spiel auch noch hervorheben, diese eine Sache, die mir sehr wichtig und am Herzen liegt, eine unglaublich kurze Ladezeit. Es sind Sekunden, Leute. Es sind Sekunden, bis dieses Spiel da ist und dann Sekunden, bis euer Spielstand da ist. Also ihr wartet, wenn es gut kommt, 6 oder 7 Sekunden, bis alles da ist. Ich möchte es einmal hervorgehoben haben, Leute. So. Wir waren nicht so ganz fertig mit allem, ne? Das Problem ist tatsächlich, es liegt 3 Tage her, als ich letzte Mal die Chance hatte, das zu spielen. Deshalb habe ich etwas den Faden verloren. Ja? Ich kann nicht jedes Mal meine ganzen Videos auch nachgucken. Das ist nicht immer so möglich. Ich orientiere mich jetzt gerade, was der da am besten macht. Ich glaube, an dem. Ich bin mir nicht so sicher, ob der da dran war. Es blinkt aber jetzt. Das müsste. Wenn das so glitzer blinkt, dann dürfte es sein, dass er da noch dran darf. Ich gehe jetzt da einfach hin mit dem. Mir doch egal. Ja, und es hat sehr viel EP gegeben und das ist gut. Ich möchte, dass er Marsch erlernt, weil er so ein bisschen mir auch Truppen bringen soll und im nächsten Zug wird er auch noch 4 Slots bekommen, dass er auch ausreichend und schnell genug Truppen transportieren kann. Und es gibt einfach eine Einbewegung. Jetzt weiß ich, was dieser Obelisk macht. Der sagt einem, du bist in die falsche Richtung gelaufen, aber du darfst noch mal ein bisschen zurückgehen. Ja, gab auch eine Menge Tipps von euch zu Strategien in diesem Spiel, was man beachten muss, wie man was man fokussieren muss in dem Spiel vor allen Dingen. Und ja, auch dafür herzlichen Dank. Ne? Also jeder hat aber auch so ein bisschen seine eigenen Philosophien. Das möchte ich auch jetzt nochmal dazu sagen. Jeder spielt so ein bisschen anders. Bitte verzeiht mir, wenn es nicht auf Anhieb gleich so ist, wie ihr das mir vorschlägt, sage ich jetzt mal. Ein paar Erfahrungen möchte ich selber auch noch machen, was für mich einfach so ein bisschen am besten ist, ne? Ja, wieso ist da eigentlich ein Sägewerk? Hatten wir nicht gesagt, Stein will ich da haben? Habe ich jetzt irgendwie falschen Spielstand geladen? Ich glaube es eigentlich nicht, ne? Oh Gott, hoffentlich jetzt nicht. Naja, ist jetzt auch wurscht, egal. Wir machen einfach so weiter. Wir haben ja genug. Nee, ist okay so. Wir brauchen ja noch viel Holz, um zu bauen. Später brauchst du Holz nicht mehr so. Aber ich bin vorsichtig. Wer weiß, wann ich die nächste Stadt bekomme. Und, und. Okay. Bin wieder drin. Kriegt es hinten drauf. Meine Folgen sind nicht die üblichen 20 oder 30 Minuten. Die sind fast meistens immer 40 Minuten. Weil ich weiß, wie gerne ich mich selbst reden höre. Die Quelle der Macht. Wow. Die ist wirklich nicht schlecht, diese Quelle der Macht. Hier liegt eine ganze Menge Zeug rum. Eine ganze Menge Zeug rum. Was meine Philosophie jetzt hier bei dem Spielstand ist oder bei dem Spiel ist, ich werde versuchen, natürlich so viel wie möglich an. Moment, ich muss gerade überlegen. So viel wie möglich an Kämpfen zu holen, mir, ja, so viel Erfahrungspunkte zu holen, wie es nur irgendwie geht, um dann halt mal zu schauen, was ich so ein bisschen rausholen kann insgesamt. Ja, da wo die Helden noch nicht dran waren, da ist dann tatsächlich. Ah ja, ich verstehe. Glitzer. Glitzerkram. Wir werden gerade nicht bedroht, deswegen überlege ich, was ich überhaupt noch als nächstes mache. In der Forschung geht natürlich nichts, weil mir da die entsprechenden Bauslots fehlen. Wir haben halt so ein kleines popliches Dorf bekommen. Und ich habe jetzt erst den anderen gespielt. Oh. Oh. Schimmergewebehain. Ja, jetzt wissen wir, wo es herkommt. Von besonders großen Spinnen. Die haben wir hier auf unserem Planeten so nicht. So. Attacke. Sehr einfach. Ja. Spiel. Es bin ich. Es ist der Bencake. Da ist nichts sehr einfach. Das ist alles sehr schwer.
Weiß doch nicht so richtig, was ich von den Baden halten soll. Sind die essentiell? Was sagt ihr? Sind die wichtig? Sind die nicht so wichtig? Insbesondere diesen Buff, den sie mitgeben. Danke. Im Voraus. Für eure Einschätzung. So, diesmal komme ich tatsächlich an niemanden ran. Der kommt bis hierhin und du kämst... Ja, ist dann auch egal. Ich schieße den jetzt einfach ab und soll nachladen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, das war falsch. Halb so wild. Ah, ich hoffte, den Kill hinzubekommen. Dem ist halt nicht so. Müsste aber eigentlich reichen, oder? Ohne Gegenschlag, ja. Ja. Bin ich so zufrieden mit meiner Leistung. Schon wieder nicht. Tick-Tock-Tock. Songs of Conquest. Geil. Ich mag's. Mir gefällt's. Holt mich ab. Es würde mich noch mehr abholen, wenn. Aber das, ne? Die Opfergaben 1000. Ja, ich finde es ganz toll. 3 Offensive, 3 Verteidigungen. Ich opfer doch an diesen Feebäumen gerne Sachen und habe dafür keinen Benefit. So, das kann man einnehmen. Ja, wir haben jetzt eine Spinnenzucht. Wir haben Riesenspinnen, die für uns Seide produzieren. Mensch, wie cool ist das denn? Juhu, 3 Bewegungen und Zeug und Gedöns. Hier ist nochmal eine Schatzkiste. 2000 Gold, sehr schön. Hier haben wir einen... Ein Falchion. Es blinkt uns... Ja, aber der Falchion ist jetzt nicht so geil, okay? Egal, wir haben ihn. Wir können ihn weiter auch geben. Ein glitzernder Haufen Gold, den hat einfach da irgendjemand liegen lassen. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt weiß, dass das dieses Symbol nicht bedeutet, ne? Also mit X mit dem Schuh, dass du da nicht hin kannst, sondern dass einfach, du kommst da nicht hin, Mensch. Das heißt, das Bandkick, es wird nicht funktionieren. Bedrohung leicht. Feeadlige. Menschenschmutz geht oder vergeht. Warum greift uns eure Art an? Ihr habt uns keine Wahl gelassen. Euer Tun spricht für sich. Allerdings. Fee, ihr stellt meine Geduld auf die Probe. Kehrt in die Bruchwildnis zurück, bevor noch mehr Feeblut fließt. Niemals. Wir tun alles um unserer Macht Stehende, um euresgleichen und das verdorbene Unheil, das ihr verbreitet, aufzuhalten. Ich glaube, sie haben uns über einen Kamm geschert und nicht diversifiziert und sagen, ihr seid Nekromanten und ihr sorgt auch dafür, dass es Untote gibt und ihr macht unser Wald kaputt. Ich will, dass es doch in die Richtung geht. Mal gucken, ob ich mich irre. Irren ist ja bekanntlich männlich. Juhu, man kann die auch so austauschen. Das ist schön. Und so gefällt mir das, wie das steht. Muss man eigentlich nie so viel machen. Das sind Individualentscheidungen. Ich freue mich auch mal, so Ritter und sowas einzusetzen und so. Na Leute, da habe ich Bock zu. Was kannst denn du, Madame Feeadlige? Okay, ich muss einen Schluck trinken. Gewähre verbündeten Einheiten innerhalb von einem Hexfeld. Plus 5 Nahkampfoffensive. Eine Initiative. Und Fernkämpfer sind die auch noch. Ist ja fast schon dreist. Das ist fast schon dreist. Holy Moni, wir machen einen Song hier. Die sind meiner Meinung nach eine größere Bedrohung. Fies. Sowas ist nicht nett. Vorwärts, Fußsoldaten. Euch kann nichts passieren. Wow, das war ein toller Treffer. Da bin ich jetzt echt begeistert. Du wartest diesmal. Und du schießt, weil du dauernd schießt. Schon wieder ein Mann verloren. That's not so very good. Ich will nicht alle Baden verlieren, deswegen spiele ich hier nochmal den Schutz drauf. Batz! Au! Ich sag doch, dass die gefährlich ist. Das sollte eigentlich... Ja, war knapp. War knapp, aber war ein Kill. Ja, die wird wahrscheinlich nicht wirklich ganz rankommen an uns. Bin ich jetzt so verrückt und nähere mich hier an? Nein, wieso sollte ich? Ich zwinge einfach den Gegner. Erstmal werde ich sie blind machen. Dass sie nicht so viel sehen kann, einfach. Und ja, 50% Fernkampfschaden reduziert, okay. Das ist schön. Dann
Blockier die mal. Uffs. Au, die ist echt stark. That's not so funny. That's not so funny. Hm, die Fee ist nicht schlecht. Als Gegner. Wahrscheinlich auch kostenintensiv. Und soweit ich das richtig gesehen habe, können sie dann hinterher zu der Menschenfraktion. Müssen wir aber erst mir alles in der Kampagne mal erspielen. Da finde ich es immer schön, die Hintergrundgeschichte zu erfahren. Deswegen bin ich jetzt zum Beispiel ein Freund von Kampagnen. Ist nicht jeder. Ist nicht jeder. Die Begeisterung natürlich zu haben für so mehr Random Maps und so freies Spiel, das kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Ne? Mich holt beides ab. Ich mag so eine Hintergrundgeschichte einfach. So, Truppen einberufen. Ja, das würde ich gerne tun. Und ja, ich hätte gerne erstmal die besseren. Aber ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt, ich nehme jetzt mal die vier hier mit. Ich glaube, ich muss hier wieder Maßnahmen ergreifen, Truppen zusammenzusetzen. Weil das wird sonst nicht gut. So wie er jetzt sich darstellt, müssen wir einfach mal eine Zusammenführung machen. Da läuft auch ein kleines Schwein da am Bauernhof rum, gell? Ja, mei. So, Entschuldigung. Mal ganz kurz habe ich einen Aussetzer gehabt. Du kommst mir bis dorthin. Okay, dann. Oder geh mal. Ja, geh mal die maximale Reichweite. Super. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Weil die Verluste müssen wir halt irgendwie ausgleichen. Die unheimlichen Geräusche des Waldes umgaben sie. Seufzer und knarrende Geräusche, als ob sich der Wald ungesehen um sie herum bewegte. Dies waren die alten Wälder Arelons. Sie bestanden hier seit den Zeiten Aurelias. Die meisten von ihnen gar noch länger. Oh je, ich habe heute eine Leseschwäche, meine Damen und Herren. Ja, Wälder bewegen sich tatsächlich. Sie wachsen, Wind und egal. Hauptsache, wir haben da nochmal einen schönen, stimmungsvollen Text eingefügt. Das war jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Okay. Wir haben hier diese Schuhe, die sind aber zwei Bewegungen. Und was machen die? Zwei Sichtreiter, das ist nur ein Sichtreiter. Die kannst aber trotzdem der Dude hier bekommen. Das ist schön. Okay. Ich glaube, ich gebe die Beiwaffen alles der Hauptheldin. Keine Ahnung. Mal gucken. Also, wie sortieren wir das jetzt um? Was heißt um? Wie? Ja. Ich glaube, wir können uns hier überhaupt keine großen Sprünge mehr erlauben. Okay, damit können wir keinen Angriff mehr fahren. Das ist jetzt einfach so ein Moment, wo ich tatsächlich sagen muss, es war ja recht schön, so wie es war, aber wir müssen jetzt leider wieder zurückkehren. Ja, gefällt mir einfach nicht. Habe ich falsch eingeschätzt da. Man muss manchmal einfach wieder zurück. Zurück zur Garnison. Ja, ich warte mal, bis die andere da ist. Und du genauso. Komm mal zu deiner Kollegin. Brauche ich das überhaupt? Zwei Steine. Zwei Antiker-Bernstein. Macht nochmal plus zwei Holz. Ja, komm, ich hab's. Dann produziere ich halt ein bisschen mehr. Da geht nichts mehr. Hier geht auch nichts mehr. Hier geht nichts mehr. Jo, ich überlege halt gerade, ob ich das ein bisschen umgestalte, die Stadt. Aber naja, nächste Runde, auf geht's. Wird schon nicht so dramatisch sein. So, jetzt gehen wir da rein. Sagen wir mal erstmal Truppen aufrüsten. Ja, dafür habe ich noch das Geld. Ich kann die echt auf Sapeure hochziehen. Wow, okay, cool. Zurück. Dann Truppen einberufen. Und jetzt kann ich hier die noch haben. Und dann fehlt mir tatsächlich das Geld. Und ich hätte eigentlich diese Typen gebraucht, ne? Shit.
Was machen wir? 500? Und was kosten die, um sie aufzuwerten? Ja gut, wird jetzt mir nicht mehr angezeigt, ne? Danke. Die könnte ich direkt schon mal aufwerten, okay? Ich überlege, ob ich es so mache. Hab zwar noch einen schlechteren Stack dabei. Ich weiß nicht. Aber mit weniger Fernkämpfern, aber zwei Baden, die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr opfern. Ne? Das ist halt einfach so ein bisschen... ich glaube, ich mache so und ziehe trotzdem weiter. Ich gehe jetzt einfach mit dem einen unaufgewerteten, habe ich zwei Fernkämpfer in der Armee, ne? Ich würde dazu gerne wissen, was es noch da oben gibt. Ne? Bin ja da unten, hatte ich ja einiges schon gesehen, was man noch einsammeln kann. Darum darf sich jetzt der hier kümmern. Ich gehe halt trotzdem noch ein bisschen, Anführungszeichen, vorsichtig innerhalb der Bewegungsreichweite. Strategiespiel, muss man nachdenken, Leute. Manchmal bin ich einfach nachdenklich. So, jetzt gehen wir mal da oben hin. Die Skelette waren anders. Sie trugen die zerfetzten Überreste der antiken Aurelianischen Legion, und die Weise, wie sie sich bewegten, erinnerte an erfahrene Soldaten, die sich noch immer ihrer Ausbildung bewusst waren. Skelettlegionäre, eidgebunden, an sie gebunden. Edle Legionäre, warum seid ihr zurückgekehrt, Arelon heimzusuchen? Eidgebunden, gebunden, um zu erobern. Doch dies sind die Gefilde, die ihr einst verteidigt habt. Für sie sind wir zurückgekehrt, gebunden, zu erobern. Oh Mann, ey. Ich frag mich, warum die überhaupt noch das Gespräch mit denen sucht. Okay, die haben 25 Elite-Soldaten da vorne rumstehen. Ich verstehe. Wenn ich den da reinstelle, mache ich den Weg zu, aber ich kriege von allen Seiten einen auf den Dates. Es sei denn, ich mache das ganz anders. Ich gehe mit dem jetzt mal dahin. Ich stürme jetzt mal nicht so vor. Fernkämpfer haben die jetzt mal nicht in diesem Zusammenhang. Höhenvorteil habe ich jetzt auch nicht. Ich beende die Runde. Ich gehe mit den Milizionären ein Feld vor. Sag okay. Der Bogenschütze bleibt hier stehen. Der auch. So. Jetzt kann ich hier erstmal die Gasse zumachen. Den da muss ich aber beschützen, weil ich denke, dass der... Ja, der kommt an den ran. Ist jetzt aber natürlich noch nicht dran. Dem könnte ich auch mal eine Verteidigungsessenz drauf spielen. Okay. Was hast du denn? Ein Volk voller Pfähle direkt vor der Truppe errichten, dessen Lebenspunkte der Anzahl der Einheiten der Truppe entspricht. Also ein Hindernis können die sich errichten. Okay, ich verstehe. Ich muss aber leider hier meine Bolzenkraft volle Möhre in die Legionäre hetzen, um dann... Ja, hier bitte. Da ist schwerer Schaden. Du gehst darüber und haust nochmal den Legionären eins drauf. Also ich wollte jetzt nicht in den Nahkampf verwickelt werden diesmal. Nicht schon wieder so dämlich in den Nahkampf verwickelt werden. Kommt ja bei mir immer wieder vor, aber manchmal möchte ich solche Dinge einfach verhindern. Ich glaube, ich kämpfe weiter gegen die Legion. So, du hast mir leider ein bisschen zu viel Trefferpunkte verloren. Du gehst mal dahin. Zu
viele Trefferpunkte verloren. Der Gegner ist zu nah an dich herangerückt. Das wollte ich eigentlich sagen. Vergessen, den Schutzzauber drauf zu spielen. Das ist echt ärgerlich. Der Ansatz war gut, die Ausführung war dann nach hinten raus verbesserungswürdig. Oh je. Aber wir haben gewonnen. Wir haben leider drei unserer Elite-Soldaten verloren. Das ist halt ein bisschen schlecht oder unserer guten Linie. Und Stufe 11 schon. Wow. Stufe 11. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ah, ich kann jetzt als Tutor... Ja, das ist eine mächtige Fähigkeit, um schnell das hochzuleveln. Die kenne ich, die Fähigkeit. 25% EP abgeben. Ist sie ein Tutor? Ja, sie sagt immer allen anderen, was sie besser machen müssen. Hier ist eine Quelle des Reichtums. Es gibt eine Knochensichel, die 6 Offensive macht. Und die schmucklose Axt hat das Gleiche. Wir bestätigen das, wir nehmen die mal mit. Aber ob ich sie ausrüste, das ist mal... Das Spiel hat es trotzdem ausgerüstet, aber warum? Nö, nö, ich will ja die Axt haben, die sieht cooler aus. Wenn gleich, dann trotzdem Tausch, weil es neu ist. Ich nehme aber das, was ich schon immer kenne. 1000 EP oder antiker... Ich lasse die EP liegen, ich nehme lieber jetzt mal den Bernstein. Ach, da oben ist die nächste Siedlung natürlich. Die Instant, klar. Jo, logisch. Tja, habe ich nicht so gesehen, dass da gleich eine Siedlung ist. Aber egal, wir sollen ja eigentlich, sprich mit Roderick von Lot und bezwinge alle feindseligen Hüter. Und es ist mit, sprich mit Roderick von Lot. Das sollen wir ja eigentlich, sollen wir da lang gehen, ne? Und ich gehe jetzt erstmal nach oben. Aber da waren Wachen und da dachte ich, da gibt es bestimmt was zu holen und bla und so. Tja, kenne die Karte halt nicht, ne? Ich kenne sie nicht, die Karte. Windschatten. Als ich Tapferherz Truppen Windschatten näherten, konnte sie bewaffnete Milizen und Barrikaden erkennen. Die Einwohner Windschattens hatten sich für einen Kampf gerüstet. Ein ergrauter Wachtveteran staffte herüber und salutierte. Obschon er verwundert war, erstattet er stolz Bericht. Hüter, ihr seid gekommen. Ich war unsicher, ob wir den nächsten Angriff überstehen. Seit Tagen meines Großvaters haben wir keine Feen mehr in solcher Zahl gesehen. Zudem haben seltsame, geisterhafte Geschöpfe die Minen erobert. Wir mussten uns zurückziehen und hier in Windschatten Stellung beziehen. Wir kamen so schnell wir konnten, Veteran. Du hast dich hier bewährt. Wir werden die Minen zurückerobern, bevor wir diese Sturmhellen erlegen und das Land retten. Das dürfte schwierig werden, Hüter. Distelhügel im Westen hat uns um Hilfe ersucht. Überlebende berichten von Skeletten, Ratten und unbekannten Kreaturen. Wir sandten Hilfe, aber seitdem herrscht Schweigen. So soll Windschatten unser starker Vorposten werden. Und der Sache mit Distelhügel werden wir nachgehen. Wenn es dort Veteranen wie dich gibt, könnten sie am Leben sein. Tapfer Held, tapfer Herz, fällt niemals. Oh, ja, Hochmord kommt vom Fall. Fehleinschätzung, Madame. Entschuldigung. Ganz leicht, mein Pessimismus manchmal rauszuhören in meinen Let's Plays. So, wow. Okay. Okay. Too much information for my brain. Was haben wir denn hier alles? Vergessene Heiligtümer, was hier alles rumliegt, ne? Okay, was haben wir hier? Bauernhütte. Was könnten wir hier machen? Was weiß ich? Kaserne, Schloss, Marktplatz wäre vielleicht gar nicht schlecht. Schloss wäre aber auch ganz geil, hier ein Schloss zu errichten, um Ritter zu haben. Ja, warum denn nicht? Wow, ich muss mich da noch so reindenken, fuchsen, tun, machen. Also, ufts, ufts, ufts. Hier gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge Sachen zu holen, zu entdecken, sich zu entscheiden. Es ist einfach ein einziger Graus. Schimmergewerbe ist wertvoller als Gold. Wow, der ist schon so pink, ein Kriegsbogen. Der ist ja auch so ein Bogenschütze-Typ, dann soll er das kriegen. Soll dann später mit mehr Fernkämpfern rumrennen, der Dude. Okay, also hier haben wir es mit. Die Bedrohungslage ist unbekannt. 1 bis 25 Geister. Oh nein. Arg, Leute, arg. Soll ich es wagen? Toll aufgestellt bin ich gerade im Nahkampfbereich nicht mehr. Das macht mich etwas nervös, Leute. Es macht mich etwas nervös.
Truppen einberufen. Ja, wow, ich habe Milizionäre hier. Das ist genau das, was ich jetzt nicht brauche. Tja, wenn ich meine Nahkämpfer nicht immer so weit vorne reinschicken würde, wäre das alles auch kein Problem, ne? Könnte ich jetzt mal behaupten. Muss ich wieder zurückgehen, wieder Truppen holen, die ich ja jetzt schon ein bisschen... Oh, ich kann mir das echt nicht merken. Ach, komm. Was soll der Geiz? Es sind nur Menschenleben, die ich hier riskiere. Schwebende, geisterhafte Geschöpfe in zerfetzten Roben bewachten die Minen. Mit enormer Geschwindigkeit überraschten sie die Tapferherztruppen, welche tapfer Stand hielten. Zurückgekehrte Tote. Du bist nicht sie. Ich rate mal, auch Eid gebunden. Nun, euren Eid habt ihr der falschen Hüterin geschworen. Oh, Entschuldigung, das war ein bisschen mit Nachdruck. Ah, jetzt hat sich nur gerade ein bisschen aufgehängt. So. Schön, wenn sich ein Spiel selbst nicht dann so ernst nimmt immer. Das mag ich eigentlich. Oh, ich finde die cool, die Untoten, gell? Ich freue mich schon, die spielen zu dürfen. Gespenster. Heinrich Kemmler lässt grüßen. Entschuldigung, Leute. Kurz abgeschweift. Also. Okay. Muss man die Werte schon angucken? Arcana mal 2. Ignoriert Kontrollzone. Cool. Weil sie verstohlen sind. Ja, sowas mag ich. Das klingt auch erstmal logisch. Das heißt, sie festzusetzen wird nicht möglich sein. Das bedeutet aber, sie so schnell wie möglich aufzuhalten. Das wäre schon nicht schlecht, um ihnen Schaden zuzufügen, weil sie halt einfach ganz leicht zu den Fernkämpfern durch switchen könnten. Ja, aber das ist jetzt eigentlich eher leichtes Futter für unsere Fernkampfstärke. Da brauche ich mir nicht so viele Sorgen machen. Er kommt halt an alle dran, sicherheitshalber, falls ich irgendwie verfehlt, in Anführungszeichen. Ja, nee, war jetzt nicht schwer. Hab's mir schwerer vorgestellt, ne? Sind halt Geister. Ich meine, du schießt Pfeile auf Geister. Ja, keine Truppen verloren. Dass ihr das mal sehen könnt, ne? Bitte einmal hart in den Kommentaren abfeiern. Bandcake hat mal einmal keine Banner verloren. Juhu, eine Goldmine, die ist sehr wichtig, weil mich in diesem Level fehlt mir mal diesmal so ein bisschen. Genau das, nämlich der Jute Jolt. So, nächste Runde. Wir sammeln wieder fröhlich ein. Was brauchen wir denn für das Schloss? Wir brauchen dafür 3 himmlisches Erz. Sammle ich bestimmt auf irgendeinem Weg noch ein. Deswegen schaue ich mich hier in der Gegend. Oh, kann ich die direkt aufwerten? Da brauche ich 10. Wartet mal. Hole ich mir da Truppen? Eigentlich hier, ne? Die Garnison ist auch beachtlich schlecht. Muss ich denn mit 8 Mann machen? Also eins weiß ich, hole jetzt erstmal diesen Bogen. Und dann gucke ich mir mal an. Was kannst du? Du kannst 25 Fernkampfoffensive und plus 2 Sichtradius. Ja. Für das, was ich mit ihm so ungefähr mir vorstelle, es ist genau das, was ich jetzt benötige. Aber was ich noch mehr benötige, als zu bewundern, was seinen tollen Bogen er da gefunden hat, ist Truppen. Ich brauche Männer. Bandcake, gib mir meine Legionen zurück. Bandcake, wo sind meine Legionen? Bäm! Und neue Gebäudeplätze. Juhu! Das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche es tatsächlich, weil ich brauche den Marktplatz jetzt. Oder ich baue ihn jetzt einfach eiskalt hier. Ich baue ihn eiskalt. Ja, kleine Siedlung. Windschatten. Ah, da ist in die Benennung. Und Haselbrücke. Ich weiß gar nicht, ob man das später auch nochmal umbenennen darf, wenn man seine eigenen Städte hat. Habe ich noch nicht kontrolliert. Also die Bedrohung scheint leicht zu sein. Und dort oben scheint es... Wow, Ausgrabung von antiken Bernstein, das muss ich natürlich haben. Diese Ausgrabungsstätte. So, Fee, macht mal hier ein bisschen Platz. Der Bandcake hat da einen Termin da hinten. Könnt euch ja nicht einfach hier so, ja, aus Protest, ja, hier durch die Gegend flattern. Das ist Terrorismus. Aber euer Wald stirbt, es ist mir egal, ob ihr alle stirbt. Ich will meine Ausgrabungsstätte. Ich mag ein Riesenloch buddeln. Ich will Dinge kaputt machen. So, apropos Dinge kaputt machen.
Es war ein erhöhter Punkt, deswegen wollte ich ihn beziehen. Ich wollte mal so ein bisschen meine strategischen Überlegungen euch ein- und abtauchen lassen. Ja, es hat ja 100% Schaden. Ne? Hau sie einfach weg. Ist nicht optimal, aber hau sie einfach weg. Feuer. So, denn den Dicken habe ich schon mal Blatt gemacht. Nein, ich habe schon wieder einen Mann verloren. Falsch. Habe mich auf die Bewegungsreichweite geguckt. Ja, ja, der Dicke wäre dran gekommen, auf jeden Fall. Ich wollte diesmal meine Nahkampfinfanterie schützen. Ja, was verliere ich jetzt? So einen coolen Bogenschützen, ne? Sauerei. Aber es hat plöpp gemacht und die Gegner, die hier sich ja flatternd als Protest in den Weg gestellt haben, wurden. Wo geht's denn da noch überall lang? Aber ich soll dann mit Roderick sprechen. Also höre ich danach auf. Wenn ich es eingenommen habe, gehe ich mal in Richtung Roderick. Ich möchte es einfach wissen. So, mein Freund. Du kannst jetzt hier hingehen. Kann man auch Einheiten? Das geht. Okay, man kann auch Einheiten in die Stadt zurückbringen. Wow. Ich bin ja echt arm, Leute. Ich kann ihm tatsächlich nur... Ufts. Warte mal, bevor er das fertig macht, gucken wir mal, ob wir noch irgendwelches Geld zusammengeklaubt kriegen hier oben. Alte Knochen. Ja. Handschuhe haben wir bekommen. Handschuhe der wilden Jagd. Okay, die ist ihm gut. Dann haben wir nochmal hier so einen komischen Schrein, wo wir wieder Bernstein uns schnappen. Also ich merke es halt einfach im Spiel selbst. Man sieht es einfach, dass man unglaublich viel EP durch die Kämpfe bekommt. Da brauchst du eigentlich die EP nicht einsammeln. Und da habe ich das dringend benötigte Gold. Okay, jetzt gehe ich hier mal nicht. Ich dringe nicht noch tiefer in die Wälder der Fee ein. Ich will doch nur dieses Produktionsgebäude haben. Also es ging noch, aber es heißt kein verfügbarer Truppenplatz. Zurück. Dann schmeißen wir doch mal die Baden hier raus. Und nehmen mit. Ja, die zwei nochmal, die ich ja eigentlich so gerade sozusagen fast so verloren habe. Ich habe dann wieder ein bisschen mehr Manpower. Mehr Kampfkraft habe ich dann. Ja. Okay, ich baue den Markt, ich habe kein Geld, ich habe keine Ressourcen, ich bin einfach nur noch arm. Ich kann nicht mal mein Schlösschen bauen, worauf ich so Lust habe, weil mir das Spiel Ressourcen verweigert. So, da oben gibt es Dinge, die könnte ich noch mir einsammeln. Dann geh mal bis dahin erstmal. Und du solltest eigentlich mit deiner Flitzegeschwindigkeit da hochkommen. Sehr schön. Und schon wieder geht das Truppenverschieben los, macht aber nichts. Wir können es. Ja, ich habe sogar 5 in Überhang produziert. Das ist gut. Noch habe ich ja in der technologischen Bereich nichts großartig gemacht. Und deshalb, nö. Ne? Und er hat die Erfahrung übrigens jetzt abgeerntet, was ich auf jeden Fall nicht vergessen habe. Du kriegst jetzt 4 Slots für Truppentransport und so weiter. Die Erfahrung wurde einfach weitergegeben. Sie hat ihm jetzt so ein paar Sachen erzählt. Du, wenn du die Fee tot haust, sind sie tot. Und er so, ah ja, echt? Danke. Aha, 750 EP einfach nochmal so in den Poppes. Super. Ja, in den Kopf, ich weiß. Die sind auch nicht so schwer zu besiegen. Da ging es natürlich auch runter. Ich produziere ich nicht. Ich habe welche eingesammelt wahrscheinlich. Der Markt ist aber auch fertig. Dann könnte ich ja mal auf den Markt kaufen gehen. Ich habe halt nicht viel Geld. Und ich brauche für dieses Schloss... Ah, ich habe es für das Schloss zusammen. Ritter brauchen ein richtiges Schloss. Mit richtigen Dienstboten und richtigem Essen. Eine Runde dauert das. Bauen bitte. Ich glaube, das ist jetzt der perfekte Moment, hier dieses Gebäude fertig zu bekommen. Dann machen wir mal Runde Ende und ich glaube, dann habe ich endlich meine Ritter. Nee, habe ich nicht. No.
Gibt allgemein drei Offensive, ja. Blöd ist, wenn du dann nicht alles einsammelst, ne? Darf sie jetzt das auch? Ja, die darf das jetzt auch. Ja, dann habe ich das doch richtig verstanden. Finde ich gut. Ich habe mal was verstanden. Ha! Eieiei, auch ein blindes Pancake findet mal ein Korn. So, dann kannst du aber eigentlich schon mal... Ja, ich verfolge jetzt den ursprünglichen Plan, den ich mal im Köpfchen hatte. Und werde gucken, dass ich an diese eine Stelle komme. Yeah, guckt euch mal, wir haben da hinten ein Ritterschloss gebaut. Wie cool ist das denn? Jetzt können wir hier nämlich sagen, Truppen rekrutieren. Was kann man das eigentlich... Ja, man kann es ausbauen, dafür brauche ich aber wieder 5 himmlisches Erz. Dann habe ich aber meine ganzen Kosten... Nee, dann machen sie erstmal die einfachen Stufen, dann habe ich mein ganzes Gold weg. Ich kann einen einzigen haben. Ich produziere jetzt also einen pro Runde. Aber ich will unbedingt einen haben. That's the fun fact, wisst ihr? Und ich könnte ja eigentlich auch die Milizen mitnehmen, oder? Aber das sind die schlechteren, ne? Das sind normale Milizionäre. Ne, die normalen Milizen will ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Da bin ich jetzt schon so eingebildet für. Geh mal hier hin. Hä? Jetzt passiert. Oh nein. Oh, hier Pancake ist passiert. Ist aber nicht ganz so schlimm. So. Einmal Ritter herüber. Gut, dann geben wir mal in der Runde nicht so viel Geld aus. Sondern wir gehen jetzt erstmal hier hin. Truppen aufrüsten. Danke. Truppen zusammenlegen, wunderbar. Und dann habe ich jetzt noch eine ansehnliche Streitmacht. Bei den Rittern, sage ich mal, ist mir noch ein bisschen zu wenig, aber ist okay. Was ich auch noch haben möchte, ist eigentlich so eine Akademie. Was kostet die mich? Geld. Das habe ich nicht, den Rest habe ich. Also die Akademie könnte ich auch noch errichten, damit ich dann diese ganzen Caps auch erhöhen kann und größere Armeen führen könnte, rein theoretisch. So, dann gehst du dahin und holst danach noch einen Ritter ab. Ja, ist schon praktisch, dass ich Tutor jetzt gelernt habe, behaupte ich einfach mal. So, um da drunter zu kommen, um mit diesem Typen zu reden, müssen wir ja angeblich wohl hier entlang. Dann wollen wir uns so ein bisschen mal nach dem Spiel richten und diesen Weg gehen. Bezwinge alle feindseligen Hüter. Ja, wo versteckt er sich? Und ich wette, es ist ein Untoter welcher, den wir uns da messen müssen. Hundertprozentig. Okay. Wenn ich sie mitnehme, kann ich sie drüben ausbilden. Wird mich aber sehr viel Gold kosten, was ich ja jetzt nicht habe. Dann geh mal hierher. Ne, das war falsch, hierher. Ja, geht irgendwie auch so. Ich überlege gerade. Wenn ich diese Akademie haben will, brauche ich drei... Ne, dann gebe ich halt mal nichts aus und du bleibst mir einfach jetzt erstmal hier stehen. Genau, du bleibst mir hier stehen und du... Du machst... Was machst du denn? Schnappst du erstmal das Holz hier. Mhm. Und... Aha. Ein Wachturm, den ich angreifen könnte. Mhm. Ist der von Feinden besetzt? Ich vermute schon. Ich hatte kurz mal auf die Uhr gelinst und mein Herz blieb ganz kurz stehen. Die Zeit ist längst rum. Ich kann in sowas total versinken, weil mir so viel Spaß macht und so gefällt. Was sind schon 30 Minuten im Leben, nicht wahr? Und schnell sind es 40. Ich habe euch auch versprochen, dass ich das eine oder andere hinten wieder dranhänge. Dann ist das jetzt halt so. Gut, ich bin mal gespannt, wie die Mission sich weiter so gestaltet. Mir hat Spaß gemacht, mir hat es gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch machen. Und wer es noch nicht hat, bitte einmal den Kanal abonnieren.
Da hüpfe ich immer vor Freude, wenn ich sehe, ich habe einen Abonnenten mehr. Ist so, ist Fakt. Und dann sage ich euch ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß, bleibt gesund und ciao, ciao.